Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier bei Arsch, oder Apo 5. Ich fahre jetzt mit Feld Nr. 54 oder so. Sondern auf Feld, wo unsere Sonnenblumen sind, 49. Und werde dann mal den Kalkkurs einstellen. Ich habe da irgendwas, leider noch ein Punkt zu probieren. Ich habe den Kurs da jetzt beim Einstellen einen Fehler verursacht, also nicht im Spiel, sondern im System, dass der Kalkfahrer zwar hinfährt zum Akku, aber nicht ordentlich zurückfährt, sondern stellt ein. Ursache gefunden. Das hat oder den Verdacht, dass es da mal nie könnte. Ich fahre mal zurück. Von Mitte Sommer, 18 Uhr. Ich will mal auf 1 reinlaufen lassen, weil ich nicht weiß, wann es denn reif wird. Sonnenblumen. Und dann geht Kalk nicht mehr. Das wird ja nichts mehr. Erstmal fahre ich Richtung Höf. Ne? Also, die Straße. Ist ein komischer Weg hier, aber viele Wege für nach oben, sagen wir so, ne? Ja, jetzt ist Montag, ne? Nach Weihnachten. Und Silvester steht vor der Tür. Ja. Ist so. Und das Jahr geht zu Ende. Ich will das neue Jahr besser laufen. Für alle. Ja, weniger diesen ganzen Scheiß. Mal ganz vorsichtig. Und dass die Maßnahmen endlich aufgehoben werden. Aber es ist nur eine Frage der Zeit. Wenn irgendwann die Gerichte entscheiden, dann ist es amtlich und dann muss es aufgehoben werden. Weil sie gar nicht anders können, weil es noch keine Rechtsgrundlage mehr gibt. Aber das Thema noch beendet. Dann wir weitermachen hier. Ja, Kalk. Und dann muss ich mal schauen, ob wir aktuell unsere Wiese noch Kalk aufbringen müssen. 50. Wahrscheinlich. Ob die Topfenfelder sind für Kalk. Hoffe ich jedenfalls. Und die anderen Wiesen sind glaube ich noch nicht halt. Jetzt müssen wir bei. Ich müsste erstmal die anderen noch alle einstellen. Ich fahre. So, hier ist unser kleiner Kalkfeld. Gott, Sonnenfeld. Ich weiß nicht genau wo. Der Punkt ist glaube ich am Feldstart irgendwie. Stellen wir hier mal so hin und hier ist durcheinander gebracht. Jetzt muss ich überlegen, ob es hier die richtige Reihenfolge ist. Ob das nicht umgekehrt Sinn macht. Okay, das wird mir jetzt mal so. So, wir müssen Lahn Feld 49. Ich hab's gespeichert normalerweise. Kalken, 49. Entschuldigung. Ich hatte schon mal geladen. Dann müssen wir einen Kurs ansetzen, anhängen. Und zwar mit Auerdrive. Und zwar abladen. Und zwar beladen, Kalklager hin und zurück. Das probiere ich jetzt mal aus, ob das dadurch ersten Legpunkt, ob das jetzt funktioniert. Weil es geht ja um das zurück. Beladen habe ich ja eingestellt gehabt und das hat nicht, nicht funktioniert deswegen, weil er nicht, ja, der fuhr ja nicht zurück, ne? Hier wurde schon gekalkt, das sehe ich gerade so, aber das macht bei immer nichts. Er wird dann normalerweise kein Kalk ausschmeißen, sondern einfach leer drüber fahren. Ne?
Und wenn noch irgendwas fehlen sollten, na, jetzt kann man schon sehen, dass der Streifen schon bekannt wurde. Also das ist schon mal. Er hat zum Anfang ein bisschen was gemacht, weil er ungünstig stand, aber jetzt geht nichts raus. So, das ist jetzt die Runde. Und da sieht es extrem schlecht und da geht es einigermaßen. Ne? Gut, gehen wir durch. Ja, beim Durchspringen hängt er immer irgendwo fest und geht nicht weiter. Also ich wollte gleich mal gucken. Hat ja auf Feld 19 noch einen Kalkfahrer gehabt. Und da, der hat das gleiche Problem. Ich habe jetzt auch Faktoren gefunden, die jetzt Pflegereifen verdoppelt haben, also das Filmreifen. Und den werden wir jetzt mal auf immer voll machen. Bitte. Der hat verkehrt Modus. Das muss so sein. Und ich glaube, ich weiß nicht genau. Ich probiere mal hier so aus. Ah ja gut, das macht Sinn machen. Beladen, kalte Fläche. Da muss man fahren. Weiß ja nicht genau. Und da war der sehr gewesen für Feld Moro 49. Dann macht er jetzt halt 19 fertig. Egal. Hier. Kurz auffüllen. Ist ja eh nur ein kleiner, glaube ich. Oder? Ja. Das ist wieder der Verkehrsmodus. So. Und hier. Feld 19 ist eingestellt. Okay. Muss man halt nur gucken. Ob wir zwei Kurse hatten. Er hat nicht nur Kalk drin. Also wir fahren kurz das Feld und dann schauen wir kurz, ob da entsprechend, oh mein Geld wird weniger. Also ich habe ja Kredit aufgenommen, ne, weil ich ja so viel Finger und Kalk brauchte. Und Kalk vor allem. Und Gerätschaften. Und der ist ja in der letzten Folge auch noch die Querfeld eingefahren, also musste ja die beiden Hänger wegziehen. Und dann ist er wieder aufs Feld, wollte wieder aufs Feld fahren und das ist, sagen wir nicht geglückt. Und dann kam noch der andere hinzu und dann, da war es vorbei. So, kommen wir hier rauf. So, hier fährt er nur rauf und dann sollte eigentlich, so, jetzt geht los. Zwar hat er jetzt Kalk eingestellt, wir müssen halt den Kurs dazu geben, mit Autodrive. War das gleiche mit das hier Kalk 2, das ist bei der BGA sag mal Nord, ne? So, so, und das hat nicht hingehauen, nicht so wie das wollte. Anhängen. Ich lösche nochmal, das ist, glaube ich, das ist besser. So, Kalken fällt letztens mal. Kalken fällt Nummer 19. Zack. Dann anhängen. Über Autodrive. Plus und dann ersten Wegpunkt. Und der andere soll ja eigentlich
fährt nur 36 machen, dann fahren wir dahin. Das bringt ja nichts, wenn er jetzt von hier kalt holt, also das wäre Quatsch. Ja, Mausrad wollte ich nicht drücken oder drehen. Aber den füllen wir dann drüben auf, ne? Der erste arbeitet schon fleißig, also aber auch kalt holt, ne? Kann sein, dass ich bei Autodrive rechts ein bisschen was ändern muss. Also da hier rüber auch. Das war einmal Modus. Aber oben und dann weiß ich nicht. Ich hab schon vergessen, ne? Da liegt man noch Heureste, auch wenn ein bisschen Regen kommt. Die Bahnen habe ich ja mittlerweile gesammelt. Noch nicht zum Hof gefahren, aber im Endeffekt, ne? Abgesichert, die Plane zugedeckt. Ne? Und Heuballen, die lösen sich wieder auf. Man kann auch Heuballen wickeln, habe ich mal gelesen. Da sind sie geschützt. Also wer keinen Platz hat, verlagern, da kann die auch wickeln. Ich habe eh gedacht, dass ich das mitgekriegt habe. Gelesen habe. Ich frage mich, ob die Balken, was er dort macht, das weiß ich jetzt nicht. Also so eine Funktion über der anderen Ballenpresse, bitte, kann man vielleicht entsprechend machen. Wenn man nicht viel Heu braucht, ne? Also für mich braucht man auch nicht viel Heu. Das ist eigentlich ein Heulager, das ist die bessere Lösung. Ne? Oder man hat direkt eine Halle, das geht ja auch. Die hatte ich ja in Kalk jetzt hingestellt, einfach so im Zaun rein. Ne? So, kann er ja gut auffüllen. BGH, das arbeitet ja auch noch. Die andere BGH, da muss ich noch. Hat er nicht so eilig. Stufe als Geschwindigkeit 1, da ist er nicht gerade. Da bin ich gerade voll. Da geht ja Mist hin, ne? So, hier mal gleich den Grün und den löschen wir erstmal. Der ist gelöscht. Okay, das ist jetzt Feldnummer 36. Dann ergänzen wir den Kurs. O3. Und zwar Kalk 2. Ich glaube, letztes Mal hatte ich das sogar gehabt, dass es die Gärrestung zurück ist. Ja, ganz gut. Weil die Anne noch Gärreste aufbringt, der andere Fahrer. Kalk 2. Und man kann hier schon sehen. Aber die Frage ist nur, ob er das hier auch so. Weil auch nur ein Kurs hier ist, ne? Und wer da eingeht. Das kann ja nicht funktionieren. Dann machen wir es komplett ohne. Die Pulver haben alles aus. Ich lösche wieder mal. Dann machen wir Regenarte. Erstmal das wegmachen. Feldnummer 36. Halten. Gut. Das kommt gleich eingestellt. Und jetzt gehen wir hier auf Einstellungen. Erweitert. Und zwar auffüllen, entladen, auffüllen. Ich bin nicht benutzen, aber die Kasse, ja, machen wir gut. Und okay. Jetzt müsst ihr hier nach arbeiten. Ob das gut klappt. Ja, werden wir sehen. Wenn das die Version besser klappt, also ich habe ja gerade gesehen, dass er da hinfährt und fährt hier rein. Durch die BGH, da wird ja nichts. Dann sind die anderen beim Fahren ja auch vergessen. Ich glaube nicht gut, ne? Gut, die erste, das sehen wir deutlich. Zweite Reihe auf jeden Fall. Da machen wir das dazu. War da aufgehört. Bei Karl kann man es sehr gut sehen, ne? Aber bei
Dünger und so, wenn es Beispiel jetzt gewachsen ist, dann sieht man das nicht. Also hier ist er jetzt schon gefahren. Also hier. Bis hier ist er hergekommen. So. Dann ganz kurz S-Klick und aktuell nächst passenden Wegpunkt und Abfahrer einstellen. Und der müsste jetzt eigentlich den Weg zum Feldrand finden und dann den Kurs von Aufwärts nutzen und dahin kommen. Ob das in den anderen Weiten auch jetzt klappt, das glaube ich jetzt eher nicht. Der auf 19 war ja im Prinzip nicht so groß, aber der ist noch recht voll. Auf Feld Nr. 49. Der ist gleich leer. Das werden wir gleich mal ändern. Und zwar lassen Bremse. Nächst passenden Wegpunkt und jetzt werde ich mal ganz kurz die Kurve löschen. So, laden nochmal. Feld Nr. 50. Das können wir wegmachen. Allreif weg. Das heißt hier minimieren, also schließen den Ordner. Kalken Feld Nr. 49. Und benutzen. Ich glaube, das muss man jedes Mal wieder aktivieren. Okay. Einstellen. Jetzt können wir ganz kurz gucken, ob das auch klappt. Ich könnte mal jetzt ganz kurz die Pistung ändern, und zwar geladen Kalk. Das ist die entscheidende Frage jetzt. Also abladen ist eigentlich beladen, ja. Abladen. Ich lasse es mir jetzt mal so. Weil ich jetzt echt nicht weiß oder nicht genau weiß, ob das hier so oder so passt. Das weiß ich nicht. Aber das sehen wir in der nächsten Folge, ne? Zugeschaut, das soll es auf jeden Fall gewesen sein. Für Montag. Ich hoffe, ihr habt einen guten Wochentag gehabt. Ich habe ja frei. Weil ich Telefon nehme. Noch schön, total. Jo. Und geht's hier weiter? Ja. Mit halten und dann geht's auch mehr mit der Geschwindigkeit, bevor das Tag erlebt wird. Tschüss, ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und ein dickes Dankeschön. Danke. Tschüss.